Ins Glas, oder? Ja, sicher. Ganz zum Beispiel schön. Da ist auch für Pink Floyd typisch bei seinen Konzerten, ist da noch ein Laser einbaut, was noch ein Prisma halt so kein Spektrum erzeugt. Dark Side of the Room hier. Schaut, dass er nicht lacht. Stimmt eigentlich. Du musst mir vorführen. Nein, es ist, er ist eigentlich eh angesteckt. Aber bei den Hintergrundbereich dann gleich nämlich. Das ist ja, on-off. On-off. Genau, das ist für mich. Das muss sein. Ah, schlaft ihr doch. Ach, schön. Mhm. Ja. Alles da. Und da unten auf der Vorderseite gibt es noch halt einen Schalter, ja, wo man nachher den Laser einschalten kann. Ah, schalten wir mal ein. Schalter. Sieht man zwar jetzt nicht so gut, weil es halt relativ hell beleuchtet ist. Ja, klar, ist dunkel. Ah, da ist eh vielleicht direkt. Ja, der hat bestimmt voll Effekt gegeben. Kann man es nicht wohl sehen? Der Preis? Ja, gut. We don't know how much the price is yet. Because there's still some changes that have to be done. And this is the on-off button? Yeah. That will have light, has light here? No, no, no light. Ist ein Ausschalter. Ja, ich hab schon gesagt. Das finde ich noch interessant, ja? Gut. Schönes Konzept hier für dich. Okay, danke. Und check das andere Firma. Okay, schauen wir mal weiter. The gun arm here. You see this? It's crystal clear. Yeah. Also new construction from acrylic. Acrylic arm. Transparent, almost transparent. The subplatter is aluminum. Yeah. This is the clamp, which is like a pyramid. Omniglass, optic glass. Optical. So, the dark side of the moon. Yeah. Special edition. Special edition, like a metallic. Yeah, right.